und herzlich willkommen wieder zu einer weiteren Folge Odyssey im Auftrag des Königs in der Pre-Release 2.6. Ja, es dauert nicht mehr lange, bis die richtige Version, was heißt die richtige Version, sondern bis das 2.6 released wird. Das wird angeblich dann im November sein. Sicher ist noch nichts, aber frühestens November können wir drauf warten. Ich habe zuerst ein paar Grüße rauszuschicken an meine fleißigen Zuschauer, Kommentatoren und Thumbgivers, also Daumengeber, und möchte ein paar Kommentare vorlesen, die auch wirklich sehr nützlich sind und mich auch vor einigen Dingen bewahren oder mir Tipps geben. Wie zum Beispiel, ich hab gesagt, er wird sich bestimmt angesprochen fühlen, die Grüße gehen raus. Da schreibt er zum Beispiel, wieso bist du nicht gesprungen, du Heinz? Ja, du Heinz, ist natürlich eine Angewohnheit von mir, halt eben Leute mit Heinz anzusprechen. Jeder weiß Bescheid. Ich glaube auch du. Ja, das ist, da meint er die Höhle auf der kleinen Insel mit den eingelassenen Piken im Boden. Ja, vom Gang her in die Höhle kann man reinspringen, aber aus der Höhle nicht mehr wieder in den Gang hinein. Das liegt daran, weil die Decke niedriger ist. Habe ich dir aber auch schon geschrieben. Dantaris, wenn Dandolo an bestimmten Orten warten soll, dann musst du dich weit genug von ihm entfernen. Dann wird er auch zu dem Bestimmungsort teleportiert. Du sagst ihm beispielsweise auf der Varaninsel, dass er am Leuchtturm warten soll und schwimmst dann rüber. Dann ist er bereits oben. Gut, okay. Danke für diesen Thread. Das habe ich schon einigermaßen gut ausprobieren können. Dann noch ein Hinweis von Taris, wenn Dandolos Leben unter 50% fällt, hält er sich durch seinen eigenen Heiltrank und sparst einige Heiltränke dadurch. Ja, an dieser Stelle vielen Dank. Ja, In Vino Veritas, auch ein Stammzuschauer von mir, schreibt, du hast auch Schildparade gelernt, nutze es. Ja, In Vino Veritas, das ist richtig. Muss ich mal ausprobieren, vielleicht komme ich noch drauf. Auch von Vino Veritas kommt der Kommentar. Dandolo trägt ein Breitschwert, das 40 oder 50 Schaden macht. Das ist eine sehr gute Information. Und er schreibt mir auch, dass ich dann am besten die Schlachtaxt ihm geben sollte, die ich noch im Inventar habe. Und auch er, sowie auch das Odyssey Mod Team, ich schätze mal der gute Alain Dufont, schreibt mir, dass ich nicht so viele Orks töten sollte, sonst gehen Nebenquests kaputt. Und dann wären einige Quests, wie ich eben schon sagte, kaputt. Ja, und das war nochmal eine kleine Grußgeschichte meinerseits. Ich will jetzt weitermachen. Ich möchte nicht, dass ich hier alles zulabere. Ich werde mich jetzt auch von der Bank hier verabschieden. Tschüss Bank. Und dann gucken wir erstmal hier die Schlachtaxt, die ich habe, die ich ihm geben könnte, dem Dandolo. Dann werde ich den mal gleich eben mal hier eine bessere Waffe geben. Hier, nimm. Gut. Was hat er mir denn... Achso, okay, dann geht hier erstmal das Inventar auf. Jetzt habe ich ihm die Schlachtaxt gegeben. So, ist die denn besser? Fragezeichen. Gucken wir erstmal ihn von hinten an. Beziehungsweise ich versuche mal zu gucken, ob er... Ne, er hat immer noch das Schwert. Ja, wird sich herausstellen, ob er dann irgendwann mal die Schlachtaxt nimmt. Ob die dann besser ist. Dann auch noch ein Tipp von Odyssey Mod Team. Das war nämlich die Flucht. Da steht nämlich in einem Absatz drin, Alrik macht sich mit den anderen auf dem Weg. Ich werde jetzt am besten warten, bis es Nacht ist und dann mit Geritter aus der Stadt flüchten. Ich habe es zum Glück noch hingekriegt. Und ja, verzeiht meine Oberflächlichkeit oder meine Unachtsamkeit, dass ich jetzt den Tagebucheintrag nicht habe richtig entziffern können. Oder ich habe es einfach überlesen. Ich weiß es nicht. Trotzdem habe ich es geschafft. Und die Orks sind mir noch nicht feindlich gesinnt. An dieser Stelle nochmal danke, danke und herzlichen Dank für eure Kommentare, die mir wirklich auch weiterhelfen. Ja, wir müssen hoch wieder zum Leuchtturm, zu Constantino, weil wir müssen ja Hekkard einen geheimnisvollen Trank bringen. Einen besseren Trank, damit er seine Wunden heilen kann. Schauen wir mal. Ich melde mich dann wieder, wenn hier irgendwas Komisches passieren sollte. Ansonsten, ihr kennt mich ja, ich werde das dann bis Constantino überspringen. Jetzt wäre ich doch beinahe tatsächlich
hier an dieser Höhle vorbei. Wollen wir mal gucken, wer hier drin ist. Ich wollte knapp eben einen Schnitt machen. Okay, es sind keine Orksöldner und auch keine Orks. Das sind friedliche Bauern. Dann wollen wir den mal friedlichst hallo. Oh Gott, wer ist das? Ein Bäcker? Bäcker, da liegt ein Bäcker. Cool, ein Bäcker. Hatten wir das schon mal in Gothic? Ich glaube, nein. Da sind ja noch mehr. Hm, wen spreche ich denn am besten an? Hey, wie sieht's aus? Was guckst du denn so? Nun ja. Hast wohl noch nie einen arbeitslosen Feldarbeiter gesehen, was? Warum arbeitslos? Ach komm, lass mich in Ruhe. Als ob dich das interessieren würde. Es gibt nur wenig Lohn für nur wenige Arbeiter. Das Gold reicht nur knapp zum Überleben. Und ich bin einer der Pechvögel, die zurzeit keinen Lohn beziehen können. Und keiner kann was daran ändern. Der Großbauer kann es sich in der jetzigen Lage nicht leisten, mehr Arbeiter einzustellen. Jetzt lass mich in Ruhe. Bin deprimiert. Oh, ha. Habt ihr gesehen, was Roland in der Hand hält? Einen Pfeil. Ja, das ist Gothic. Dann sprechen wir mal den zweiten an. Hey, wie sieht's aus? Lass mich in Ruhe. Ja, lass mich in Ruhe. Gehen wir mal hier weiter durch. Oh, hier sitzen noch andere Bauern. Die werden wahrscheinlich auch nicht viel zu sagen haben. Hey, wie sieht's aus? Lass mich in Ruhe. Ja, okay. Gibt's denn hier? Hier gibt's. Ach, hier sitzt Erol. Hey. Hallöchen, Erol. Hallo, Erol. Was ist los? Hallo, Roland. Lange nicht gesehen. Was los ist? Die Orks und ihre Kumpanen machen die ganze Gegend unsicher. Man ist hier wirklich seines Lebens nicht mehr sicher. An jeder Ecke könnte ein Ork stehen. Aha. Du musstest also aus Korinnes fliehen. So ist es, mein Junge. Aber mich trifft es nicht so hart wie viele andere. Immerhin habe ich meine Hütte bei Onas Hof, wo ich noch unterkommen kann. Allerdings traue ich mich dort auch nicht mehr hin, solange die Orks durch die Gegend streifen. Weißt du, wo meine Eltern sind? Tut mir leid, aber dazu kann ich dir leider überhaupt nichts sagen. Aber Kopf hoch, ich glaube schon, dass sie noch am Leben sind. Hoffentlich. Viele Menschen sind in den Norden geflüchtet. Aber auch auf Onas Hof sind viele Flüchtlinge zu finden. Danke für den Tipp. Dort werde ich mich mal auf alle Fälle umschauen. Tut mir leid, dass ich dir nicht mehr helfen kann. Ach, das ist doch nicht so schlimm. Du bist doch sehr stark, Erol. Ja, aber Aha. Wieso fragst du? Kannst du mir beibringen, hart zuzuschlagen? Ach so, na sicher kann ich das. Wieso denn hart zuschlagen? Mit meiner Waffe? Das wäre recht einfach. Ach, dann machen wir das ja. Gelabert haben wir ja ganz viel. Na siehste, geht doch mal. Was kann man denn bei ihm noch so kaufen? Zeig mir deine Ware. Die Auswahl ist nicht sehr groß. Nö, nicht sehr groß. Schwerer Kriegshammer. Mhm. Ja, benötigte Stärke 120. Bastardschwert. Ja, so weit bin ich noch nicht. Ist denn hier noch was? Schädelschild. Essenz der Heilung. Was haben wir denn noch Außergewöhnliches? Verrosteter Drachenjägerhelm. 1900. Schutz vor Waffen 21 und vor Pfeilen 21. 1900. Ja. Das ist sehr verlockend. Flammenzunge, Rohstahl, Salz. Was sind das? Topas. Rohkristall. Das finde ich ja mal was. Ich habe hier in meinem Dorf habe ich einen Schmied, einen Goldschmied. Der hat solche Dinger wirklich en masse. Bergkristall. Yep, schwarze Perle und ein Lederbeutel mit 100 Pfeilfedern. Yep, dann, ich werde erstmal gucken, was er mir hier beibringen kann. Zeig mir, wie ich härter zuschlagen kann. Gut, pass auf. Es gibt einen einfachen Trick. Wenn du zuschlägst, holst du nicht die Kraft aus dem Arm, sondern aus deinem ganzen Körper. Dreh die Hüfte, zieh die Schulter nach vorne und gleichzeitig streckst du deinen Arm aus. Wenn du richtig triffst, wirst du den Unterschied merken. Na toll. Hat's mich Lernpunkte gekostet? Nee. 20 steht immer noch. Beim Speichern wird links immer angezeigt, was ich zum Schluss erhalten habe. Mal gucken. Zeig mir, wie ich härter zuschlagen kann. Wenn du noch mehr lernen willst, geht das nur über hartes Training. Ah, okidoki. Wissen wir Bescheid.
Also er kann mir Stärke beibringen. Das ist gut, das ist herrlich. Der Bauer trägt eine wirklich schöne Mütze. Ah, hier ist Ruka. Warte mal, kenne ich dich nicht irgendwoher? Nein, nicht, dass ich wüsste. Merkwürdig. Es scheint mir so, als wäre ich dir schon einmal begegnet. Eher unwahrscheinlich. Ich verbrachte zwar meine Kindheit hier in der Stadt, habe aber diese nur selten verlassen. Mein Vater Bosbar ging mit mir ab und zu in den Wald zum Pilze sammeln, aber mit euch Bauern habe ich noch nie sonderlich was am Hut. Kann auch sein, dass ich mich irre, aber wenn ich dich so sehe, verspüre ich ein vertrautes Gefühl. Wenn ich jetzt mal überlege, mit 15 habe ich eine Zeit lang auf dem Markt geholfen. Könnte durchaus sein, dass du mich da schon mal gesehen hast, aber das ist viele Jahre her. Sagtest du gerade eben, dass Bosbar dein Vater ist? Ja, weißt du vielleicht etwas über ihn? Ich meine, nachdem Corinnes angegriffen wurde. Nein, tut mir leid, ich weiß nichts Aktuelles über ihn. Aber als er noch in der Stadt lebte, wurde er mal bestohlen. Doch dann hat ein ehrlicher Finder doch tatsächlich deinem Vater seinen geklauten Bogen wiedergegeben. Tja, ist schon komisch. Da denkt man, jeder arbeitet nur in seinen eigenen Taschen. Und dann kommt da ein Mann vorbei und bringt einfach diesen wertvollen Bogen wieder zurück. Aber wer weiß, Gerüchten zufolge war es der Dieb selber, der deinem Vater den Bogen zurückgab. Hatte vorher ein schlechtes Gewissen gehabt oder so. Aber du hast keine Ahnung, wo mein Vater und meine Mutter sein könnten? Nein, das weiß ich nicht. Es ist so viel los in letzter Zeit. Da muss jeder erstmal zusehen, dass man selber auf den Beinen bleibt. Verstehst du? Ja, die Geschichte kennen wir eigentlich aus einer anderen Stelle. Was kannst du mir über die Gegend sagen? Sagtest du nicht, du bist in der Stadt aufgewachsen? Mehr als über die Paladine und die Eroberung der Orks kann ich dir auch nicht erwirklich. Frag mal am besten jemand anderen. Ja, okay. Aber wie ist denn die Lage? Wie ist die Lage? Bisher ist alles ruhig, aber der Schein kann trügen. Wer weiß, was die Orks gerade so aushecken. Also hast du jetzt keine Informationen für mich? Nein, aber vielleicht kann ich dir ja beim nächsten Mal behilflich sein. Außer also, bei deinem Ork-Problem. Da muss ich dann passen. Okay, es wäre einfach, naja. Bringt wieder Erfahrung. Wer sitzt denn? Orlan. Orlan, der Wirt. Bist du nicht der Wirt Orlan? Der bin ich. Oder vielmehr war ich der Wirt Orlan. Seitdem er mich aus meiner Taverne vertrieben hat, bin ich nichts weiter als ein Flüchtling. Wer hat dich denn aus deiner Taverne vertrieben? Ein paar ganz miese Typen. Orksöldner und Schwarzmagier-Adepten. Aber ich kann nur froh sein, dass nicht noch ein paar Orks dabei waren. Sonst wäre ich wahrscheinlich heute nicht mehr am Leben. Okay. Deinen Schlüssel zu stehlen wäre schwierig. Versuchen wir es doch mal. Na warte, nee, dreckiger geht Dieb! Nicht. Dann schauen wir mal ins Tagebuch. Miese Typen. Ja, das wird bestimmt später zu machen sein. Ja, dann werden wir mal weitergehen. Womit man dich? Bauer. Bauer, du. Da sind die anderen. Geht's hier eigentlich noch weiter? Mal so einen komischen Blick. Der mich... Ja, hier geht's noch weiter. Der mich so ein bisschen eingrenzt. Feuerball, da liegt ein Feuerballspruch. Das ist gut. Dann haben wir hier wieder ein rotes Kreuz. Diesmal hacke ich mit Pfeil und Spitzhacke. Herrlich. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Einen kleinen Lederbeutel. Schnell leeren. Oh, wunderbar. Klasse. Gab leider nichts links zu sehen, oder? Und ich dachte, jetzt hat er den Pfeil verloren. Okay. Na, dann Lolo, komm mal mit. Dann gehen wir mal. Ach, der Bäcker ist wahr. Hallo. Hey. Okay, beim Bäcker gibt's nichts. Wahrscheinlich muss er in seinen Laden rein. Wen haben wir denn hier? Bronco. Und Rega. Ah. Hallo. Was willst du?
Ich habe keine Lust zum Quatschen. Störe ich? Was für eine selten blöde Frage. Natürlich störst du. Und nun verpiss dich. Ist ja schon gut, ich gehe. Hoffentlich. Der will sich wohl an Rega ranmachen. Mal gucken, was sie dazu sagt. Wie geht's? Frag mich lieber nicht. Solange die Orks hier Unwesen treiben, bekomme ich in der Nacht kein Auge zu. Oh, Baby. Jetzt wollen wir mal ein bisschen stehlen. Okay, leider nicht angezeigt, wie viel ich bekommen habe. Oder doch, oder was? Ach, hier. Jetzt habe ich ja Seekop eben gesehen, Seekops Hof. Dann machen wir das Ganze nochmal mit ihm. Ja, weil klappte doch. So, Seekop, wieso bist du nicht auf deinem Hof, sondern hier in dieser Höhle? Du bist doch Seekop. Was machst du denn hier? Na was schon. Ich musste meinen Hof wegen den Orks verlassen. Und jetzt lass mich am besten in Ruhe. Da sind die alle sauer, ey. Sind die Orks noch auf deinem Hof? Mit Sicherheit noch. Hör zu, du musst mir helfen, bevor die Kerle mir noch das Haus anzünden. Ihr königlichen Waffenknechte müsst euch doch um das Wohl aller kümmern, oder? Bitte hilf mir. Mach, dass sie wieder verschwinden. Das werde ich machen. Aber erst, wenn die Orks alle weg sind, das kann ich noch nicht tun. Dafür hast du mir leckeres rohes Fleisch und ein Brot und auch gebratenes Fleisch hier gegeben, lieber Seekopf. Okay, jetzt haben wir hier die Höhle untersucht, mit einigen Personen gesprochen, deren Dilemma angehört. Und jetzt geht's weiter zu Constantino, hoffe ich doch. Hier nochmal ein Hinweis an die Entwickler der Mod. Nachdem ich geladen habe, habt ihr jetzt auf der linken Seite gesehen, dass die ganzen Sachen, die ich geklaut habe, erst jetzt eingeladen worden sind oder angezeigt wurden. Das nochmal als kleiner Bug-Hinweis. Und geht's weiter. Ein paar Schritte weiter. Ich blende mich wieder ein, weil ich kann mich erinnern, hier war ein Shrine. Aber hier steht nur noch der Sockel. Warum? Kann das jemand sagen? Das ist eine Bewandtnis, warum der Schrein hier weg ist? Ja, ich werde mal einen anderen Weg zum Leuchtturm gehen. Und zwar hier mal die Treppe hoch. Und ja, da steht es auch zum Leuchtturm. Mach mal einen kurzen Abstecher hier mal in den Wald oder hier. Oder hier zum Dunkelpilz. Aber da oben werde ich garantiert nicht hoch, weil der Bauernhof ja schließlich eingenommen worden ist. Jawohl. Ein paar leckere Erfahrungspunkte gibt es hier zu sammeln. Was hier unten? Mein Gott. Wo soll ich denn da wieder rum? Ah, da hinten wahrscheinlich. Ah, jetzt hat er seine... Ah, jetzt hat er die Schlachtaxt gezogen. Sehr gut, dann gehe ich mal hier rein. Dann Dolo. Welches Vieh hast du denn jetzt erlegt? Ach, das Vieh hast du erlegt. Wildräuber. Schon wieder so ein Mist. Ja, hallo. Oh. Sumpfkraut. Da. Und eine Ratte. Meine. Und er steht da tatenlos zu. Was soll denn der Mist? So, dann Dolo, sei mal nicht so untätig hier. Und hier haben wir wieder die Blutflecken. Warum die jetzt leider hier kleben bleiben. Ah, siehst du, mit der Schlachtaxt geht das ja ganz gut. Ja, warum die leider kleben bleiben, das ist echt nervig. Warum das so ist, keine Ahnung. Auch beim Absaven. Aha, und beim Neuladen sind sie auch wieder immer noch da. Muss ich das Spiel bestimmt nochmal
von vorne anfangen, also nochmal neu starten. Ja, jetzt sind sie weg. Nicht zu holen. Ja, ich habe da den Fehler mal ins Forum gepostet. Ich bin jetzt hier immer noch in der letzten Pre-Release-Version 2.6 und das mit den Blutflecken wurde auch schon in meiner letzten Folge moniert, dass sie ein bisschen nerven. Das gebe ich auch zu. Ja, wollen wir jetzt nicht so weit abkommen hier und stracks zum Leuchtturm. Was? Was war jetzt? Nandolo, da wird einer angegriffen vom Wolf. Nicht mit... Glück gehabt. Noch ein... Garrick. Mensch, Garrick. Helf dir mal ein bisschen. Ein Mist, viel weniger. Oh, da hat man hier was vor. Garrick, bleib doch mal hier. Oh. Hallo, was machst du denn hier? Ich war auf der Jagd. Da ist er ja. Muss ja der Mensch von was leben. Verstehe, du bist also Jäger. Nun ja, das gerade nicht. Ich komme eigentlich aus einem Bauerndorf. Ein richtiger Jäger bin ich daher nicht. Mit Mole Rats und Scavengern werde ich aber fertig. Für den Anfang doch nicht schlecht. Wo ist denn dein Dorf? Ziemlich weit von hier, auf der Insel Adamos. Adamos? Du bist doch nicht etwa Garrick, der Sohn des Dorfvorstehers? Doch, das ist er. Hey, woher kennst du mich? Ich habe dich noch nie gesehen. Mein Name ist Roland. Ich war erst vor kurzem auf der Insel und habe dort deine Eltern kennengelernt. Dabei hat mir dein Vater alles über dich erzählt. Alles? Wirklich alles? Ja, auch dass du den Großbauern erschlagen hast. Verdammt, ich... Warum hast du das getan? Ja, Mann, das wollte ich nicht. Der Großbauer hat uns ständig ausgebeutet. Da wollte ich abhauen. Doch gerade als ich mir ein Boot nehmen wollte, kam mir der Kerl ausgerechnet dabei in die Quere. Es kam zu einem Kampf und dabei... Den Rest kenne ich. Was hast du nun vor? Weiter davonlaufen? Ehrlich gesagt habe ich mir darüber keine Gedanken gemacht. Ich wollte einfach nur weg. Wie sieht es jetzt eigentlich auf Adamos aus? Geht es meinen Eltern gut? Deinen Eltern geht es gut. Dafür haben sich aber auf der Insel eine Menge finsterer Gesellen eingenistet. So? Was sind das denn für Typen? Zum einen haben die Söldner das Kommando im Dorf übernommen. Ihr Anführer ist ein gewisser Rosch, der die Dorfbewohner jetzt genauso unterdrückt wie zuvor der Großbauer. Verdammt! Als ich die Insel verließ, war mein Vater noch der Dorfvorsteher und die Söldner akzeptierten, dass er den Nachfolger des Großbauern angetreten hatte. Aber diesen Rosch kenne ich nicht. Der wird wohl erst später auf die Insel gekommen sein. Genau so ist es. Er hat die Söldner dazu verführt, sich gegen deinen Vater zu stellen. So ein Mistkerl, ich nehme ihn auseinander. Lass das lieber sein. Der Kerl hat ein bisschen mehr drauf als der alte Großbauer. Vielleicht hast du recht. Trotzdem muss ich wissen, was in meiner Heimat los ist. Vielleicht gibt es noch einen anderen Weg, um Rosch loszuwerden. Es sind noch mehrere Korsaren auf der Insel gelandet, die sich mit Rosch-Söldnern angelegt haben. Korsaren? Verdammt, dann sind ja meine Eltern und meine Freunde in großer Gefahr. Keine Sorge. Ich denke, dass die Söldner den Korsaren überlegen sein werden. Nun, wie dem auch sei, danke, dass du mir alles mitgeteilt hast. Jetzt weiß ich, dass ich unbedingt wieder zurück muss. Aber leider habe ich hier noch was zu erledigen. Aha. Ey, die Korsaren, die habe ich die denn nicht weggemetzelt? War da nicht was? Verstehe ich nicht. Was hast du denn hier noch zu erledigen? Ich habe einer Frau namens Rosi versprochen, nach ihrem Sohn zu suchen. Aber der Bursche ist einfach nicht auffindbar. Hätte ich doch bloß nicht der Frau versprochen, nach ihm zu suchen. Aber die hat so lange geweint und mich angefleht, da konnte ich schließlich nicht anders. Die beiden wurden voneinander getrennt, als sie bei ihrer Flucht auf einige Orks stießen. Kurz darauf ist sie dann mir begegnet, aber da war von ihrem Sohn bereits nichts mehr zu sehen. Wie heißt dieser Sohn denn? Vielleicht läuft er mir ja über den Weg. Till. Seine Mutter ist übrigens jetzt auf Onas Hof untergekommen. Ich habe sie nachts bis zu dem Tor gebracht. Zum Glück hatten die Orks nichts bemerkt. Gut. Wenn ich Till finden sollte, werde ich ihn zu seiner Mutter bringen und dir im Anschluss Bescheid geben. Ich danke dir. Vier Augen sehen ja bekanntlich mehr als nur zwei. Konnte Rosi zumindest sagen, in welche Richtung ihr Sohn geflohen ist? Nein, leider nicht. Tut mir leid. Na schön, ich werde trotzdem die Augen offen halten. Viel Erfolg. Till, dieser alte Rotzbengel. ja, gut. Das können wir probieren. Ja, also da will man irgendwie was machen hier und dann läuft einem Garrick in die Quere.
der uns mal so nebenbei erzählt, warum er abgehauen ist. Was er den einen erschlagen hat. Und dass wir hier... Jetzt muss ich mir natürlich merken, wo wir hier sind, damit wir Garrick wiederfinden können, dann Lolo, ne? Ach ja, ich wollte doch eigentlich... Boah, jetzt bin ich völlig durcheinander hier. Was ist denn jetzt los? Da oben sind Scavenger. Wollen wir die noch natzen, Dandolo? Ah, hier gibt's eine Tür zur Taverne und dann geht's hier zum Leuchtturm. Komm, die Scavies, die werden wir noch mal eben... Na, mal, ja, mach mal. Ja. Hey, der wollte nichts von mir, dieser Scavenger. Scavenger. Er kommt eigentlich auf so einen Namen. Scavenger, der Rächer und Scav. Scar. Scavenger. Oh, da sind gefährliche Peoples am Stehen. Telbor und Tonak. Oh, auf was habe ich mich hier eingelassen, Leute? Sind das denn jetzt Söldner oder sind das irgendwelche anderen Peoples? Telbor und Tonak. Sieht ja lustig aus. Kommt die aus der Muckibude oder was? Hallo, ich bin... Was willst du? Alles klar? Was ist denn los? Alles klar? Oh Mann, so schlimm war es doch nicht bei den Banditen. Noch was? Alles klar? Oh Mann. Okay, sagt Telbor. Hallo, alles klar? Hey, ich bin in Ordnung. Hey, wie sieht's aus? Jetzt ist wieder Knochenarbeit angesagt. Gute Stimme übrigens. Gehen wir da mal rein. Wenn man bedenkt, dass ich ursprünglich zu Constantino wollte, um ihn mal schnell zu heilen, wie hieß der jetzt nochmal? Randolph, aha. Alles in Ordnung? Ha, nichts ist in Ordnung, gar nichts. Nicht nur, dass uns die Orks vom Hof gejagt haben. Auch zwei unserer Landarbeiter haben sich aus dem Staub gemacht. Und du nennst das Ordnung? Nun, ich... Ach, lass mich einfach in Ruhe. Jetzt bräuchte ich einen kräftigen Schluck in der Taverne. Gewagt. Okay. Machen wir mal. Klappt. Oh, jetzt wird's wieder angezeigt. Ich hatte nämlich auch gepostet, dass diese Erhaltungs-Items auf der linken Seite erst verspätet angezeigt werden. Mal werden diese, mal werden sie nicht angezeigt. Ja, Gatti, hey, hallo, du. Grüß dich. So, heute mit Sichel. Hallo, wer bist du? Ich bin Kati, Alriks Frau. Wie ist die Lage? Da fragst du besser meinen Mann. Ja, das machen wir mal. Hey. Hast du noch eine Option, bevor du dich hinsetzt? Kinderspiel. Ja, jetzt klappt's wieder. Dein Schafsfell. Bauer, naja, der wird wahrscheinlich nicht viel sagen. Hey, wie sieht's aus? Lass mich in Ruhe. Ja, genau. Der vergnatzten Person. Akil, natürlich, Akils Hof. Du bist doch der Bauer Akil. Was machst du hier? Na was schon, Soldat. Wir verstecken uns. Verstehe. Ich nehme an, du hast Probleme mit den Orks. Du sagst es. Die Gerle haben sich auf meinem Hof eingenistet. Und was tust du jetzt? Was soll ich schon tun? Ich warte, bis die Kerle wieder verschwunden sind. Aber du allein wirst mir bei meinem Problem sicher auch nicht helfen können. Kommt drauf an, ne? Ja, ich treffe immer auf immer mehr Flüchtlinge. In diesem Spiel. Oh, Fisch. Und Jod. Ist immer wieder gut. Na, ich hätte bei Erol doch diesen komischen Hut da kaufen sollen. Diesen Metallhut. Der wäre ja nicht so teuer gewesen. Oh,
was ich alles vergesse. Ja, jetzt fällt mir auch ein. Schildparade habe ich gelernt, habe ich ja gleich zu Anfang gesagt. Dann versuche ich mal hier ein Schild zu tragen. So. Der nicht angezeigt wird. Wieso wird er nicht angezeigt? Ich habe ihn doch. Okay. Weg mit der Waffe. Na bitte. Geht doch. Mal speichern. Mal laden. Ja, jetzt weiß ich auch wieder, warum ich kein Schild anziehen werde, weil man den nicht sieht. Wahrscheinlich ist das aus der Renderer-Version. Ja. Also. Na bitte, geht doch. Ja. Vielleicht ist es ja der Renderer-Version geschuldet, dass das Schild nicht angezeigt wird. Weiß ich auch noch nicht. Aber so wie es aussieht, bin ich schon wieder in der Zeit etwas drüber, so wie ich das abschätzen kann. Gucken wir nochmal eben nach. Ja, das haben wir eben alles erfahren. Telbor, danke, dass du es eingesteckt hast, deine Spitzhacke. Ja, dann verabschiede ich mich für diese Folge. Vielleicht komme ich in der nächsten Folge dazu, endlich mal den wichtigen Heiltrank für Hardik. Nee, wie hieß er nochmal? Oh, diese komplizierten Namen. Ihr wisst ja, wen ich meine. Es wird wieder gekämpft da unten. Also ihr wisst Bescheid. Schreibt Kommentare. Gebt einen Daumen. Und ich verabschiede mich mit einem herzlichen Tschüss.